Und dann Moinsen zu dem Video, was eigentlich keiner wollte, sagen wir mal ehrlich. Also wer wollte in Relegation? Aber es ist soweit. Relegation, Hinspiel, Heimrecht Stuttgart in der Mercedes-Benz Arena gegen den Hamburger SV. Alles schon besprochen in Videos davor. Ex-Trainer Tim Walter, Statistik und Daten zum HSV angesprochen. Neu oder ja, auch schon angesprochen, aber jetzt ganz sicher scheinbar laut Sky ist, dass Florian Müller spielen wird. Preto schafft es nicht. Heißt auch da, klar, es gibt genug, die generell mit beiden Keepern Probleme haben, die vor allem mit Müller Probleme haben. Hilft alles nichts. Supportet den Mann, unterstützt ihn. Und es wäre das Typischste der Welt, wenn er gerade heute eine Masterclass droppt. Ist ja auch ganz klar. Gerassi-Verlängerung pusht weiterhin richtig rein, muss ich sagen. Also richtig geile Verkündung nochmal einen Tag vor dem Hinspiel der Relegation. Stimmung, wie gesagt, ich weiß noch von Union damals, das wird hoffentlich, man kann es ja nicht voraussetzen und erwarten, aber. Hoffentlich wird es auf jeden Fall auf dem Niveau eine sehr, 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 sehr krasse Stimmung. Eine der Top 3 Stimmungen dieser Saison, gehe ich schon davon aus, dass es soweit kommen wird heute gegen den HSV. Die man nicht unterschätzen darf, klar, aber wir sind der Erstligist, auch das sollten wir uns klar machen. Ich sage, ich bin weiterhin Fan von den Aussagen von den Spielern, Aussagen von Hoeneß, bin deswegen durchaus positiv gestimmt und habe einfach, ja, einfach ein Vertrauen in die Mannschaft und mir sowieso seit ein paar Wochen so ein bisschen den Zweckoptimismus, die Zweckpositivität aufgesetzt, weil mental abgestiegen zu sein, hilft mir auch nichts, um da jetzt nachher ins Stadion zu gehen. Und das sind wir beim Thema Stadion nämlich. Ich habe da mitbekommen, letzte Woche gegen Hoffenheim vor dem Spiel wurde mir klar gesagt, ey, in der Kaiserkurve drehst du keine Stadionvlogs mehr. Muss ich akzeptieren. Trotzdem jetzt heute ein paar Clips, weil eben tatsächlich in dem Spiel Familie woanders sitzt und so war auch die Aussage zu mir. Kaiserkurve, nö, in jedem anderen Bereich völlig in Ordnung, macht das. Und deswegen von da aus ein paar Clips, ein bisschen was Richtung Stadionvlog, mal gucken, was bei rumkommt. Und dann würde ich sagen, auf geht's ins Hinspiel. Ich hoffe sehr, dass wir schon ein bisschen, wie gesagt, ich erwarte keine Kantersiege und nix, ne? HSV, VfB, auch beides Clubs, wo du mit nichts Normalem rechnen kannst. Ne? Das sind alles beides komische Vereine, was so die Art und Weise angeht, wie die letzten Jahre gelaufen sind und wie die Saison ist immer verlaufen. Deswegen, du kannst hier nichts Normales erwarten, aber ich hoffe einfach, dass wir hier ein bisschen schon die Route legen, ein bisschen schon die Weichen stellen. Der Heimsieg wäre sau wichtig, ich will nicht in Hamburg gewinnen müssen. Wie gesagt, hat Hertha damals geschafft, aber ich habe keinen Bock drauf, mit das zu geben, mental dann Montag reinzugehen, zu wissen, der VfB muss hier in Hamburg gewinnen, will ich nicht. Deswegen, geile Stimmung, Wetter sieht auch noch Bombe aus, alle in Weiß, ausverkauft, wird ein Brett heute Abend, auch der HSV wird abliefern auswärts, also von Stimmung auf jeden Fall mal mindestens. Und dann hoffen wir, dass das alles hier erfolgreich wird und wir ein bisschen entspannter vielleicht ins Rückspiel gehen können. Mal sehen. Hey!
ungewohntes Gefühl, ne? Kommst daheim und hast einen rundum unfassbaren Stadionerlebnis hinter dir so. Nummer eins, ihr habt die Clips gerade gesehen und das ist wirklich auf einem, also auf einem Level gewesen, auch an der Menge, die ich jetzt hatte zur Verfügung, wie ich es normalerweise machen würde. Deswegen vielen Dank an meine Schwester hier. Das ist gerne ein Kommentar auch dazu da. Die hat gefilmt von ihren Plätzen, die ja auch ziemlich, ziemlich geil waren. Man muss auch wieder sagen, also ich habe es halt vor dem Spiel angekündigt, dass gegen Union Relegation war krass und was ich mir erwarte, aber das war heftig. Also diese Stimmung heute, auch über 90 Minuten, weil eben das Spiel es auch hergegeben hat, muss man auch sagen. Vom Beginn an direkt, dann hast du direkt in der ersten Minute eben auch das Tor, so quasi nach diesem, gibt es ja am Anfang immer vor allem nochmal Gas und nochmal der Push dann eben, bevor das Spiel angepfiffen wird. Dann machst du direkt nach 30, 40 Sekunden das 1-0 und da ging es halt komplett ab. Über 90 Minuten auch unfassbar gewesen. Ich bleib dabei, dieser Moment vor dem 2-1 von Legendo, den kriegst du halt nicht getoppt vom Gesamtpaket. Aber das war auf Niveau von Frankfurt im Pokal, wenn nicht sogar noch mehr. Das war wahrscheinlich echt das geilste Steinerlebnis in dieser Saison bisher. Wie gesagt, perfekter Start. 1-0 Guirassy, danach auch eine Chancenwucher des Todes. Guirassy läuft frei auf den Keeper zu. Untypisch für ihn, wie er da war. Elfmeter auch untypisch schlecht geschossen. Aber das Spiel hat sich nicht gedreht. Wir waren weiter wirklich einfach da. Muss man auch sagen, da nochmal auch wichtig. Ich habe es gegen Hoffenheim, gegen Leverkusen angesprochen. Wir haben wieder aufs richtige Tor gespielt. Erste Hälfte unter Türkheimer und zweite auf Kancelakove. War auch sehr, sehr angenehm. Muss auch sagen, wie gesagt, Stimmung nochmal. Ich werde da jetzt noch ein paar Mal drauf hängen bleiben. Die Stimmung war unfassbar. Ich hoffe, es kam irgendwie rüber über die Clips. Ich habe auch ein paar Audioaufnahmen aus der Kurve gemacht, die ich in irgendeiner Form mit reingeschnitten habe. Weiß auch gar nicht, wie genau. Schneide das Video dann auch zu dem Zeitpunkt gerade. Da war eine Wucht. In jedem Fangesang, das gesamte Stadion stand, das war eine unfassbare Atmosphäre hier. Hamburg hat auch abgeliefert, habe ich mir sagen lassen. Wir konnten halt quasi nur sehen, dass sie hüpfen und Schals draußen haben, aber es kommt bei uns halt nicht an, die Stimmung so, weil du eben selber so viel Gas gegeben hast. Auch das habe ich hier am Rand stehen gerade, deswegen jetzt so ein bisschen random mittendrin, aber die Schweigeminute vorm Spiel war auch krass. Wie du es immer hinkriegst, so fast 50.000 Leute komplett stillzustellen, das Thema ja auch. Einfach wirklich pure Gänsehaut gewesen, das Thema. Das war echt eine krasse, krasse Schweigeminute. Wollte es nochmal auch angesprochen haben. Und dann eben gesagt, dicker, dicker Chancewucher. Denkst du dir eigentlich in der Halbzeit, ey, geiles Spiel. Muss aber eigentlich schon 3-0 oder 2-0 führen wenigstens. Und dann haust du einen Doppelschlag raus. Also als HSV-Fan wäre ich auch maximal angepisst, weil du quasi erste Halbzeit nach einer Minute, nachdem du quasi auf den Platz gekommen bist, das Tor gefangen hast. In der zweiten Hälfte war es mit der 51. und 54. Minute waren es dann quasi Minute 6 und Minute 9 von dieser zweiten Halbzeit. Und da kriegst du halt zwei Tore. Natürlich auch typisch, dass dann Wagner mal eins davon macht. Guirassy hat sich belohnt, war sehr schön, dass er noch sein Tor gemacht hat. Ich habe mir am Ende dann eben auch gewünscht, doch das 4-0 zu haben, weil es ist der einzige Gang, den du hast. Den werden mir auch hoffentlich, sage ich mal in dem Fall, hoffentlich viele Leute absprechen. Das ist eben dieser typische VfB-Gedanke und der Worst-Case-Gedanke, den man eigentlich gar nicht haben muss nach so einem Abend. Aber 3-0 ist immer so ein Ergebnis, wo vielleicht in Hamburg so eine gewisse Dynamik entstehen kann, wenn Hamburg auch früh führt, aber das wieder direkt weggehauen. Nur deswegen hätte ich gerne 4-0 gehabt. Wäre, glaube ich, auch mehr als möglich gewesen, weil die Chancen waren da. Ich brauche sie nicht alle aufzuzählen. Gibt, glaube ich, gerade noch keine X-Goals-Werte, aber du hättest locker 4, wenn nicht sogar 5 machen können. 4 hätte ich fair gefunden, aber eben 1 zu wenig. Generell brauche ich jetzt ja auch für ein Team jetzt speziell kein Ansprechen, aber generell bockstark. Von vorne bis hinten, Dinos, Anton, Mio, Endo, vor allem aber auch ein Führich, da dachte ich von Beginn an, muss den bringen, vielleicht doch lieber von der Bank, aber Führich hat ein bockstarkes Spiel gemacht heute. Auch Müller hinten tut, glaube ich, ihm sehr, sehr gut zu Null gespielt zu haben. Ja, hatte so ein, zwei Aktionen gehabt, ja, aber nichts Dramatisches, plus eben auch eine starke Parade gehabt, so wie es von mir aus der Kurve aus aussah, beim Stand vom 3-0, glaube ich, also zum möglichen 3-1, auch da wichtig gewesen und zu Null gibt einfach ein gutes Gefühl mit, glaube ich. Und auch das nächste Ding, wie gesagt, wir loben das heute und auch komplett zu Recht. Und ich bleibe hier auch dabei, das war eine bockstarke Leistung. Du warst wach, diszipliniert, seriös auf dem Platz, das komplett angenommen. Und bei so Aktionen, gerade auch ein Mio kannst du wieder rausnehmen. Oder hat bei ihm vor allem Ball am Namen und Ball mitnahmen, dann so Zeitenwechsel. Die Jungs können halt Fußball spielen. Die Jungs können kicken, wenn sie es wollen. Muss ja wieder die Frage stellen, schön für uns, weil VfB ist in manchen Pflichtspielen, in manchen quasi wichtigen Pflichtspielen in dem Sinn auch schon anders aufgetreten. Heute waren sie komplett da, also wunderschön, will ich gar nicht schlecht reden.
Aber geh doch dieses Pensum über die gesamte Saison und du kommst niemals in die Lage, dass du Relegation spielen musst. Dieses Pensum, diese Leistung, die Mannschaft wie heute, und du landest nicht auf Platz 16, so ganz einfach gesagt. Und wie gesagt, 3 zu 0. 3 zu 0 Heimsieg. Du warst wirklich, das war ein Klassenunterschied. Du warst wirklich eine Klasse besser als der HSV. Das haben mir viele HSV-Fans mir geschrieben in den Kommentaren von wegen, ja, die Defensive und so wie wir spielen, ihr gewinnt es eh locker. Also wirklich sehr viel Pessimismus da gewesen. Der hat sich echt bestätigt, also wie viele Chancen wir hatten gegen den HSV, wie vor allem links auf diesen Rechtsverteidiger von Hamburg irgendwie ein Sosa und noch wer und dann quasi zu dritt draufgerannt sind. Das ist halt Walter. Das ist Walter, wie er lebt und lebt, wie wir ihn auch kennen. Komplett stur in seiner Art und Weise, dass er lieber 8 Tore kassiert, in der Hoffnung, dass er vorne so gut ist und so viel Gas gibt, dass man 9 Tore selber schießt. Und also, wie gesagt, das Ding hätte auch 4-5 ausgehen können. Das war schon ziemlich, ziemlich krass. Ich hatte mir auch erhofft, dass man hier ein Statement setzt, so die Weichenstellung schon mal vornimmt fürs Rückspiel. Aber so richtig, ich sag mal, das geglaubt oder mir das einreden wollen, wollte ich auch nicht, um eben nicht irgendwie übertrieben reinzugehen ins Spiel. Und dann am Ende, also der HSV hatte auch keine großen Chancen auf einen Treffer hier. Das war echt, echt krass. Und wie gesagt, das darfst du dir nicht mehr nehmen lassen in Hamburg. Das darfst du nicht mehr leben lassen. Du wirst, glaube ich, auch in Hamburg auf jeden Fall dein Tor machen, mindestens eins. Und dann muss der HSV 4, 5 Dinger machen. Das Ding ist normalerweise durchgesagt. Eine Restangst ist immer noch da und der Rest einfach mathematisch und vom Spiel ist es noch da. Eine Restchance ist noch da. Manche haben schon als Wunder betitelt. Ich glaube, das würde ich auch die so weit gehen, da mitzugehen. Aber da auch wieder Hoeneß, die Spieler, die Aussagen danach sind alles sehr klar im Kopf, sind es in der Halbzeit angekommen. Da habe ich auch das Vertrauen, dass in Hamburg nochmal so eine seriöse Leistung abliefern und dann bleibst du in der Bundesliga. Da muss ich auch nochmal sagen, es braucht für mich überhaupt keine Häme gegen den HSV. Klar, während dem Spiel singst du mal mit und sowas, ne? Ist ja ganz normal gegenseitig, aber wir kennen es ja selbst, so ein bisschen fast in die Richtung von einem Fahrstuhlverein geworden. Aufstiege hier, Abstiege da. Der HSV hängt jetzt seit 5 Jahren da unten, dreimal Vierter geworden, jetzt zweimal Relegation, jetzt ist er noch dramatischer geführt, 1-0 in den Rückspielen noch verloren gegen die Hertha. Jetzt hier so eine Watschen bekommen, sage ich mal, gegen uns. Das kann einem nur leid tun. HSV ist ein Club, der hoch muss in die erste Liga, aber. Mal gucken, bin auch gespannt, ob dann Walter weitermachen darf, wenn es eben jetzt so kommt, dass er hier ausscheidet in der Relegation oder weitermachen darf in der neuen Saison. Das tut schon sehr weh. Also HSV und wir sind beide Vereine, die in die erste Liga gehören. Das will ich damit nochmal ausdrücken. Ganz klare Geschichte. Und ist ja weiterhin ein Thema, falls ich nächste Saison wechseln sollte, die Dauerkartenplätze, um eben weiterhin Stadion Fox machen zu können. Also aus der Kurve rausgehen in einen anderen Bereich. Nochmal hier, haben wir auch schon vorhin besprochen im Stadion, aber. Ein dickes Lob an diese Reihe, war schon sehr, sehr geil, die Saison in der Reihe zu haben, vor allem mit den zwei, drei Leuten da neben mir quasi, wo man einen näheren Kontakt noch aufgebaut hat während den Spielen. Sehr, sehr geile Nummer gewesen. Generell, wie gesagt, wunderschöner Abend, wieder 8 Minuten hier runtergelabert, aber so ist halt. Wunderschöner Abend, 3-0-Sieg, wirklich atemberaubende Stimmung, absolute Weltklasse-Stimmung. Da merkst du auch mal, was hier möglich wäre in Stuttgart, wenn du halt mal auf eine längere Phase erfolgreich spielst. Ist ja das perfekte Beispiel. Donnerstagabend, das war Relegation Hinspiel. Stell dir mal vor, was hier abgehen würde, wenn du in einem Bereich spielst, wo du Donnerstagabends eben Europa League spielst. Dann ist ja gar keine Grenzen gesetzt. Es stand irgendwann wieder voll mit 60.000, dann sind ja gar keine Grenzen gesetzt. Das ist schon absolut brutal. Lass ich gerne auch mal zum Spiel in den Kommentaren da. Diesmal sage ich auch mal wieder sehr, sehr viel positiv, denke ich mal. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.